ist holländisch. Was lachst du denn? Ja, aber es ist mehr so Schunkelmusik. Das ist wirklich dieses Mikrofon, ne? So. Und dann kommt das Keuchchen und dann machst du nur so, so. Applaus, Applaus, Applaus! Die PS-Profis beweisen heute ihr musikalisches Talent und suchen einen Ami-Pickup für Biker G. Chevy, Ford und Dodge stehen zur Auswahl. Filme raten bei den PS-Profis. Der nächste. Können Sie mir vielleicht ein kleines Päckchen weißes Backpulver leihen? Hä? Na komm, Alter, den Film haben wir tausendmal gesehen. Ja, warte. Okay, noch einer, noch einer. Mein Name ist Mike Lowry. Ja, ey, der war... Mike Lowry, Bad Boys, Mann. Cool, so jetzt bist du der Meister. Okay, pass auf. Ja. Du musst achten. Ja, ich achte. Ich bin Megatron. Was? Sag noch einmal was, sag noch einmal was. Ich warn dich, ich warn dich, ich warn dich doppelt und dreifach, du verdammter Wichser. Pulp Fiction. Siehst du? Hörst du? Was ist das? Was ist das denn, Alter? Das hört sich an nach einem Moped. Biker G ist leidenschaftlicher Harley-Fahrer. Sein Schätzchen will er natürlich auch sicher und standesgemäß quer durch Deutschland transportieren. Und genau da kommen die PS-Profis ins Spiel. Jo, hat das TÜV oder was, Meister? Ja, bis jetzt noch. Hast du das direkt vom Ghost Rider gezockt oder was? Ja, gerade eben noch. Und das sind Wurstblinker oder wie? Ja, Wurstblinker sind es, aber Würstchen sind aus. No Fat Chicks, Alter, was ist das denn hier? Oh, ist dir ein Fat Chick auf den Fuß gefallen? Nee, ich habe hier in den Hintern getreten. Ah, okay, okay, deswegen ist das Ding gebrochen? Genau, nee, Achillessehnenabriss. Okay. Aber ganz ehrlich. Hängen geblieben, ja, genau das ist es. Wenn ich das sehe, ne, da können wir nichts für dich tun. Doch, ihr könnt mir helfen. Und zwar, Leute, ich suche ein Auto. Ja, dann komm mit, ab in die Sprechstunde. Komm mal mit. Das geht doch. Wenn ihr das schafft. Sprechstunde auch wegen dem Fuß, ne? Ja, genau. Also, ich suche ein Pickup. Ein Pickup, Ami. Okay. Ein Ami. Okay. Automatik. Automatik. Wäre super cool. Akzeptiere ich bei so einem Auto? Geht. Und, geht auch ein Schalter, wenn das Auto stimmt? Wäre auch okay. Okay. Wäre auch okay. Wichtig wäre mir, dass ich den dass ich meinen Moped transportieren kann. Okay. Das wäre mir super wichtig halt. Und ein bisschen Blubber-Sound, 8-Zylinder. Und, okay. Damit ich rumgrusen kann. Okay. Okay, also schon mal dicke Maschine, V8. Richtig. Klassischer Sound. Geht. Automatik. Und jetzt ist die Frage, die das Ganze so super eingrenzt. Wie viel von diesen komischen bunten Scheinen darf das Ding dann kosten? Wenn es die großen Scheine sind, 9.000. 9.000 Euro. Ja, also die Klassiker kommen mir direkt in den Kopf, das ist Ford, Chevy, Dodge. Genau. Baujahrmäßig, wie bist du da? Bin ich völlig flexibel. Hauptsache einigermaßen guten Schuss. Ja. Sollte nicht gleich bei einer Erstfahrt auseinanderfallen, das wird reichen. Dafür hast du eine Halle. Richtig. Da stehe ich damit weiter. Okay, cool. Farben? Völlig egal. Gut, pass auf, ich fasse mal zusammen. Wir haben 9.000 Euro. Mhm. Ein Ami soll es sein. Mhm. Automatik. Farbe ist relativ schnurz. Baujahr ist auch wurscht. Baujahr ist auch relativ wurscht. Kultig zum Cruisen und soll einen schmalen Schuh machen. Richtig, ihr versteht mich. Ich denke mal, das kriegen Sie doch nicht gut hin. Denke ich doch. Wir ziehen los, Meister. Direkt. Alles klar, Jungs. Also ein Ami in der Größe für den Preis finde ich eigentlich nicht schwer. Das rattert nur runter von den Baujahren, bis du ankommst bei deinem Budget und dann findest du ein Auto. Genau. Der heutige Auftrag für die PS-Profis, ein Ami-Pickup für Biker G. 9.000 Euro sind sein Maximum. Aber G ist schon ein geiler Hund, ne? Und eigentlich war es klar, dass der so ein Ami will. Weil stell dir mal vor, der wird mit dem T4 das Ding transportieren. Oder überlege ich mal, er wird so ein Toyota nehmen oder sowas. Ja, ne? Wichtig bei der Recherche, G's neues Schätzchen soll deutsche Papiere und wenn möglich auch einen Gastank haben. Also, ich habe hier einen Chevy Silverado aus 93 mit Gasanlage schon. Farbe ist gewöhnungsbedürftig, frisch importiert. Budgetmäßig sind wir auch gut dabei, der will 7.999 zuzüglich Zulassung. Na egal, auf jeden Fall. F150 V8 LPG Gasanlage. Mhm. 2003er Baujahr. Schau dir, ich habe einen Dodge hier. Ich auch. In Silber. In Silber? Ja. Ich auch. Ein 1500er? Ja. Schalter? Ja. 2002. Okay, wir haben den gleichen. Willst du hin? Ja, klar. Okay, auf geht's, los geht's. Als erster ist Jean-Pierre dran. Er ist auf dem Weg zu Texas Trucks. Klingt vielversprechend. Für mich heißt jetzt Chevy Silverado.
das Zugpferd überhaupt bei Chevy. Und ich denke mal, so viele Kunden können nicht irren. Und deswegen ist der Karren auch der richtige für G. Aber ob er wirklich so top ist wie eine Anzeige, das müssen wir uns jetzt zusammen angucken. Und ich bin mir sicher, ihr kommt mit. Gleich Jean-Pierre mit Chevy-Check und Flower Power. Nix. Hier. Da müssen wir. Ich käme jetzt psychisch nicht ganz klar. Warte, kein Problem. Psyche, rot, mach ich ein bisschen aggressiv, kein Problem, pass auf. Die weiß es besser. Und Extrembremsentest mit Sydney Hoffmann. €1.000 haben die PS-Profis zur Verfügung, um für Harley-Fahrer G einen Ami-Pickup zu besorgen. Chevy, Ford und Dodge stehen zur Auswahl. Jean-Pierre fährt beim ersten Händler vor. So, das sieht schon mal stark aus nach Texas Trucks. Die Jungs sind groß genug für Texaner. Guck mal, guck an. Servus, alles gut? Hallo, alles gut, danke. Die Jungs sehen nicht richtig aus, aber ich glaube, der Kollege ist für mich, ne? Der steht für dich bereit, ja. Wie nennst du die Farbe? Jägergrün, Forstgrün, Gendergrün, Naturgrün. Also kreative Farbe, auf jeden Fall. Der Chevy Silverado ist Baujahr 93 und hat 220.000 Kilometer runter. Die Leistung 224 PS. Leichtmetallfelgen gibt es als Extra dazu. Verhandelbarer Preis 7.990 €. Im Vergleich zu anderen Modellen ein fairer Kurs. Deutschen TÜV hat er auch noch nicht. Dafür kommt der Wagen aus erster Hand und ist unfallfrei. Und eine Gasanlage ist dabei. Ist ein Auto, Baujahr 93. Welche Maschine ist das? Ist die 5,7 Liter, 350er. Somit auch kein Problem für den LPG-Betrieb. Also gasfeste Ventilsitze. LPG-Betrieb, LPG-Anlage montiert in Deutschland. Richtig. Von dir? Von uns installiert. Ich sehe Ami-Kennzeichen. Heißt? Heißt, das Auto ist noch nicht für den TÜV umgerüstet. Das liegt daran, A, dass er erst relativ kurz hier ist und B, dass ich diese Autos vielfach in die Benelux-Länder verkaufe, wo man dann mit dem TÜV nichts tun kann. Okay. Und deshalb biete ich dem Kunden halt an, in dem Moment, wo er ihn haben möchte, bekommt er eine neue TÜV-Abnahme. Exakt 1.000 €, was reine Selbstkosten sind. Ja, 829 kostet der TÜV, Regierungspräsident, Sondergenehmigung etc. Dann muss eine Nebelschlussleuchte installiert werden, eine Rückfahrleuchte, ans Getriebe angeklemmt. Und Ich meine Nebelschlussleuchte. Nebelschlussleuchte, natürlich, mit dem Schalter. Und das Auto muss gelb blinken hinten und darf nicht rot blinken. Richtig. Halb rechts. So, ich sehe auf einen Schlag undemontierbar Lichtmaschine, Klimakompressor, Wasserpumpe, Krümmer kann ich direkt hier anpacken. Das heißt, alles ist wirklich frei zugänglich. Das liegt einmal daran, dass die Autos sehr groß sind und der Smallblock jetzt auch wirklich kein Riesenmonster ist. Obwohl er 5,7 Liter Hubraum hat. Es gibt nicht viel, was kaputt gehen kann, aber unten drunter gucken lohnt sich auf jeden Fall immer. Deswegen gehen wir mal runter, gucken uns mal, was der Kollege zu sagen hat. 93er Baujahr, klar. Hier und da ist die Farbe rot vorhanden und zwar ein bisschen Rost. Wenn ihr euch so Amis anguckt, die haben immer so ein Grundrahmenträgersystem. Und die Amis haben sich nicht Gedanken gemacht, dass man die auch mal zumachen kann vorne. Somit hast du quasi dieses Endstück von dem Rahmen immer offen. Und da ist die Korrosion wirklich böse am Arbeiten dran, weil da kann Wasser rein, da kann Wasser drauf liegen. Und somit die Rahmenstücke am Anfang rosten gerne mal weg. Das heißt, wenn ihr euch ein Auto anguckt, immer da gucken am Anfang. Somit könnt ihr schon mal eine Grundidee bekommen, wie der Zustand ist. Die Stücke sehen aber noch gut aus. Da, wo er gefahren ist, oh, jetzt haben wir es im Auge, ist auch wenig Rost. Motorentechnisch nicht feucht, immer gut, aber nur beim Motor. So, ich habe hier mal ein paar Dinge mitgebracht. Ah, die Dokumente. Leute, auch wichtig, wenn Dokumente vorhanden sind, immer zeigen lassen, weil. Das Auto kommt aus Amerika, man kann relativ schlecht nachvollziehen, was dort passiert ist oder wer der Vorbesitzer war oder was gemacht worden ist. Man kann sich immer nur auf den lieben Verkäufer verlassen. Aber wenn Dokumente da sind, wirklich immer reingucken lassen, auch wenn die Blicke etwas kritisch sind, wenn man sowas verlangt. Kein Problem. Hier haben wir also das originale Owner's Manual komplett vorhanden.
Dann haben wir einfach nur mal Rechnungen aus der letzten Zeit. Man kann den Kilometerstand sehen, man kann das Datum sehen. Ein gepflegtes Scheckheft ist nicht das Einzige, was der Chevy aus seiner Heimat mitgebracht hat. Es gibt zwar kein Geruchsfernsehen, ne? Aber das Allertollste für mich jetzt gerade ist, die Dinger riechen exakt wie in Amerika. Also wenn einer zum Beispiel das Bedürfnis hat, das Feeling von Amerika nach Deutschland zu holen, kauft ihr so ein Ding, stellt sie ins Wohnzimmer, baust sie aus Kautium und setzt sie einfach mal rein, weil das riecht einfach, man kann es gar nicht beschreiben. Einfach so eine Mischung aus Kaugummi, Automat, billigem Plastik, zu viel Hitzeeinstrahlung, Weichmacher, quillt aus dem Armaturenbrett raus, giftiges Terrain. Aber es ist geil und ich liebe es. Und noch was, der Zustand ist sehr, sehr gut. Aber da kommen wir gleich auf Probefahrt zurück, weil der eigentliche Grund, warum wir hier sind, ist der Kollege hier. Die Kabine ist mit 4 Schrauben fest. Die Amerikaner verwenden auch gerne schon mal ausschließlich Clamps, ja, eine Klammer, die wie eine Schraubzwinge funktioniert, aber das hält Bomben fest. Wenn die Deutschen so einen Hardtop montieren würden, ja, auf so einen Pickup-Truck, diesen neuen VW zum Beispiel, dann gibt es da Schnellspannersysteme, selbstsichernde Hakensysteme und wenn die rausreißen, gibt es so ein Notfall-Hakensystem. Nein, 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 nein. Der Ami montiert es einfach mit 4 8 mm Schrauben, Unterlegscheibe, Mutter drauf, fertig ist die Lutze. Pass mal auf, Leute. Im Fernsehen kommt das nicht so ganz rüber, wie lang sowas ist. Ich 1,90. Ladefläche 1,95, 2 Meter glatt. So. Welches deutsche Auto kann das? Wo kann man so viel mitnehmen? Und dazu kommt die Breite auch noch. Ein bisschen Probleme haben wir hier mit der Höhe bei dem Hardtop, aber ganz ehrlich, besser geht das nicht für das Geld. So soll er sich anhören. Im Zuge der TÜV-Umrüstung muss dieser Klang natürlich zunächst mal weichen. Du meinst, hat Gewitter hier? Mit dem Gewittersound geht es jetzt ab auf die Straße. Zeigt der Ami fast schon erwartungsgemäße Schwächen in Sachen Verarbeitung und Fahrverhalten. Hier knietscht es und knatscht es, so kennt man den Ami. Die Plastikknöpfchen lachen mich an. Der Ami war so kreativ und haut mal einen gelben Knopf dazwischen für Power. Also man merkt, designtechnisch ist hier nichts los. Soundtechnisch dafür umso mehr. Aber das wird ja für den TÜV noch umgerüstet. Ja, jetzt erwartet er bestimmt, dass der Jean-Pierre hier erklärt, was mit dem Fahrwerk los ist und so und wie das fährt. Ganz ehrlich, das Fahrwerk hält alles an Informationen von mir fern. Ja, die Straße, ich sehe, die macht so ein paar Wellen. Lässt mich aber hier drin nicht wissen, dass da unten Wellen sind. Die kann ich nur visuell wahrnehmen. Dafür gefällt Jean-Pierre der Innenraum trotz Baujahr 93 noch sehr gut. Keine großen Risse im Armaturenbrett, der Allgemeinzustand, Knöpfe nicht abgeranzt oder sowas. Es ist einfach ein benutzter, doch gepflegter Ami. Und somit ist es für mich ein wirklicher guter Kandidat und er ist auch absolut kaufbar. Er wollte einen Ami, ist ein Ami. Gibt's doch nicht! Scheiß Auto hier! Du fahr ich nie was weiter! Was passiert? Tank leer. Ja, erstmal für Verunsicherung sorgen. Nee, gutes Auto. Wirklich. Untypisch. So viel Amis mir schon angeguckt in Deutschland, ne? Normalerweise gehe ich davon aus, dass elektronikmäßig nichts geht. Geht alles. Scheiße. So, was willst du haben für die Mühle? Ja, die 7,9 stehen ja dran, wo der TÜV nicht enthalten ist. Jetzt ist natürlich die nächste Frage. Ein Tausender für den TÜV, 7,9 willst du haben. Kostet der TÜV, 7,9 will ich haben, wären dann 8,9, wenn man auskumuliert. In der TÜV-Abnahme steckt natürlich dann ein leiser Auspuff, ein normaler Auspuff. Okay, meine Argumente sind folgende. Und zwar, lackmäßig finde ich, ist das müde, kann man nicht verhindern, aber es ist mir zu müde. Es ist mir alles ein bisschen zu gestrahlt, der Lack ist ab. Deswegen, wir machen das Ganze jetzt mal wirklich ganz, ganz ruhig. Warte. Muss ich mich setzen? Nee, zur Beruhigung. Warte, warte. Was machst du für ein Angebot? 8,9 mit TÜV. Was? 7,9 ist ja ohne TÜV. Richtig. Genau. Ich sage aber 7,9 mit TÜV und Auspuff und kein Lack machen, kein gar nichts. Warte, warte. Das war ja so ein harter Kerl, ne? Aber Leute, meistens in den Leuten, die wirklich so einen harten Max machen optisch, ne, steckt ein ganz weicher Kern. Und ich wollte ihm einfach mit so ein paar lieblichen Gerüchen vor seiner Nase ihn auf die liebliche Seite des Lebens führen. Die Blume riecht gut. Ah, aber da müssen wir irgendwas. Nix. Hier. Da müssen wir. Ich käme jetzt psychisch nicht ganz klar. Warte, kein Problem. Psyche. Rot macht ein bisschen aggressiv, kein Problem, pass auf. Die weiß es besser. Okay.
Ich kann damit leben, wenn inklusive TÜV dennoch eine 8 davor steht, wo wir uns ja nur im 100-Euro-Bereich trennen. Das heißt, inklusive TÜV 8.000 Euro glatt, dann verliere ich nicht ganz das Gesicht vor mir selbst. Und du kannst da, denke ich, sehr gut mit leben. Und der Käufer des Autos allemal. Also ehrlich, Blume weg, ist ein Deal, ist gemacht. Ich gebe das weiter. Das Auto war für den Preis mit TÜV und in dem Zustand, mit der Laufleistung, nachvollziehbarer Historie, ein sehr guter Preis und sehr akzeptabel. Und die Blumentaktik hat gut funktioniert. Zweiter Check, Doppeleinsatz. Sid und Jean-Pierre fahren jetzt zum Ford F-150. Ich habe einen Bericht gelesen, ne? Irgendwann im Februar. Da wurden 39.000 F-150 bestellt im Monat. Was ist denn da los? Ganz die ehrlich, Amis, die Oberherbe. Wirklich Oberherbe. Ich meine, das ist halt eben Golfklasse in den USA. Ne? Die brauchst halt ein bisschen größer. Genau. Wenig später bei Verkäufer Conny. So gefällt mir das. Hier sind wir vorne, richtig. Ne? Ford. 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 Gegen Ford. Ford F-150 mit 235 PS oder mit Sidneys Worten die Golfklasse in Amerika. Unser Modell kommt aus 2003 mit einer Laufleistung von 103.000 Kilometer. Eine hochwertige Gasanlage für 2.500 Euro ist an Bord. Außerdem gibt's Tempomat und ABS. 8.500 Euro sind daher nachvollziehbar. Zumal dieses Fahrzeug auch schon frischen TÜV hat. Conny? Ach, Conny. Der Conny. Hi. Hi. Du, Conny? Ja. Wir wollen uns das Automobil Kfz namens Ford mal näher bringen. Da steht er. Also einfach was von dir. Du, Conny? Ja, genau. Hol mal hier die Fakten auf den Tisch. Du hast einen F-150 XLT. Schon mal die gute Ausstattung. Ja. Schon mal gut. Ja. Wie viele Hände hat der Bursche? Das Zwei. Ist eine super Sache. Zwei. Zwei. Ja. In Deutschland. In Deutschland. Richtig. Wofür brauchst du den Wagen überhaupt? Für Rennstrecke. Ja, macht natürlich Sinn, ne? Für eine Rennstrecke? Für Transport von Rennmotorrädern. Ach so. Ah. Ich habe schon gedacht, ich habe so einen Ford für die Rennstrecke. Aber passt zum Thema, weil unser Kollege, für den wir das Auto suchen, der hat auch Motorräder, keine Rennmotorräder. Und seine Harley. Machst du mal Haube auf? So, Abteilung Motor, 4,6 Liter Triton-Motor. Die Jungs bei Ford machen es ähnlich wie bei Chevy. Wir hatten ja da auch einen Motor, der sehr, sehr alt herkommt und wirklich nicht viele Weiterentwicklungen hatte. Das ist noch die Stufe mit dem Zwei-Ventilkopf. Ganz ehrlich, die können eigentlich alle nicht wirklich groß kaputt gehen. Die laufen und laufen, laufen. Und warum laufen die? Weil die nicht viel Elektronik haben. Da geht einfach Sprit rein, der ist schon mit einer Einspritzanlage und dann verbrennt er das Zeug und dann geht das Ding los. Viel Hubraum, wenig Leistung. Wie viel Geschwindigkeit hast du schon geschafft mit dem Ding? 160. 160? Klar, sag mal, einen schweren Schuh, du. Was für einen Tank haben wir denn an Bord? LPG. 90 Liter Gastank. Echt? Unterflur. Wo der Reifen normalerweise sitzt. Der Ersatzreifen. Wie ist er denn eingestellt? Fährst du, kannst du selber entscheiden oder mit Drehzahl abhängig, wenn der Sprit rausgeht und die Gasanlage angeht? Nein, die geht automatisch an bei 46 Grad Motortemperatur. Motortemperatur, finde ich sehr gut so. Conny hatte eine ganz eigenartige Kilometerrechnung da. Mach mal so, Hand aufs Herz. Wie viele Kilometer bist du gefahren mit dem Bock? 17.000 Meilen. 17.000 Meilen? Fährst du ein Suzuka-Motorrad drin oder ist das Ding so viel gelaufen? Nein, in das Leben fahre ich damit. Wie oft bist du denn da? Dreimal im Jahr. Die Rechnung geht nie auf. Ich kenne das Ossaschleben in der Bundesrepublik Deutschland und nicht in Japan. Oder er fährt immer so kreisförmig und lässt sich einfach nach außen tragen, ja, weil dieses Fortfahrwerk so schwammig ist und fährt einfach immer im Kreis. Irgendwas stimmt da nicht. Conny, wir lassen das mal so im Raum stehen. Das ist so ein bisschen Homefeeling. Auf den Bahamas auch immer so. Auf den Bahamas gibt es mittlerweile Aufkleber, die kann man an Tankstellen kaufen. Da steht dann drauf, no riders. Das heißt, weil normalerweise, wenn Autos anhalten dort, darf jeder draufspringen und mitfahren, so lange wie du willst. Außer du schreibst drauf, no riders. Und in Südafrika, diese Isitsus fahren da immer, ne? Ja. Da steht immer, next stop und da ist ein Klopf. Ja. Ja, okay. Ja gut, haben wir auch jetzt ein bisschen Auslandskunde gemacht. Wie hast du dein Moped hier raufgekriegt? Hast du es hochgehoben? Ich habe mir eine Laderampe gebaut. Okay, wie lange ist die? Aus Holz, 3 Meter. 3 Meter? Ja. Kriegen wir mit? Ja, komm. Ein guter Punkt. Gibst du mit? Ist Verhandlungssache. Verhandlungssache? Ja. Das hast du selbst gebaut, hast du gerade gesagt. Ja. Da steckt viel Schweiß und Arbeit drin. Conny war erstmal nervös. Unterm Strich war Conny erstmal aufgeregt. Er hat sich gedacht, die Typen kriegen aus dem Fernsehen und ich kann nicht verhandeln. Und ich glaube, die können verhandeln, aber ich will den Vorteil loswerden. Und irgendwie, ich weiß ja auch nicht. Eigentlich wollte ich viel mehr Geld. Genau. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, lieber Conny. Ja? Ob es einen Bums hat oder nicht,
Hätte sie nämlich einer, würde sie nicht mehr richtig schließen. So. Und sie schließt ja noch. Aber man kann ja auch nicht nur an der Klappe gucken, man muss auch mal unten gucken. Ja, ob der Rahmen einen hier weg hat oder so. Der liebe, gute. Und? Mensch, Conny! Ja. Du hast ja die Wahrheit gesagt. Ja. Ja. Sicher. Wer hat eigentlich hier die Anhängerkupplung rangebaut? Weil das, so kam die nie aus USA. Das war ich. Ach, das warst du? Da habe ich mal was gemacht. Mensch, Tim Taylor schlummert in dir. Ja. Leck mir am Arsch. Conny? Ja. Schlüssel. Der F-150 ist rund 10 Jahre jünger als der Chevy aus dem ersten Check. Ist er deshalb auch das frischere Fahrzeug? Für den Beweis des eigenen musikalischen Talents ist er jedenfalls bestens geeignet. Was ist denn mit Conny los? Das ist holländisch. Das ist klasse, ne? Ja, aber es ist mehr so Schunkelmusik. Das ist wirklich dieses Mikrofon, ne? So. Und dann kommt das Keuchchen und dann machst du nur so. Applaus, Applaus, Applaus! Zweiter Versuch. Welche Stärken und Schwächen stellen die Jungs beim Ford fest? Ford F-150. Service Engine soon. Lampe an, Lampensonde kaputt. Ey, das ist immer so ein bisschen, wenn ich so mit Pickups fahre, ne? Mhm. Ich komme immer vor wie Colt Seavers, ich weiß auch nicht warum. Ich verbinde auch jedes Auto mit irgendeiner Sendung, ne? Irgendwie krank. Ich bin ja den Chevy gefahren. Ja. Das ist ein super, super geiler Kontrast. Das Auto fährt viel frischer. Chevy war wie alt? 93 Auto, sind 10 Jahre zwischen. Sehr viel fahrbarer, es ist viel handlicher. Und es wirkt auch viel alltagstauglicher, fällt mir gerade auf. Der Motor wirkt auch spritziger, dieser Triton-Motor. Ja. 4,6 Liter, 235 PS. Es gibt ihn auch mit 260 PS. Er hat das Auto nur bewegt, eigentlich nicht gepflegt, das hörst du ja. Nee. Ist es trotzdem gut im Zustand? Man hat sich wohl gefühlt. Also ich habe mich jetzt nicht gefühlt wie in einem, oh warte mal, ich bin jetzt hier im neuen Fahrzeug, ich muss mich erstmal zurechtfinden. Mhm. Hast du dich da reingeflitzt und hast gedacht, ja cool, Pickup. Weißt du was? Ja. Ich würde sagen, wir treten mal stolz in die Bremse hier. Die Bremse war auf jeden Fall kräftiger als die im Chevy. Ich glaube, das liegt auch am Fahrzeuggewicht so ein bisschen. Ja, auch. Genau. Also du konntest den Ford noch am zackigsten bewegen. Der wirkte am handlichsten im Lenkrad und hat auch am meisten Feedback gegeben über die Straße. Er hat kein Geheimnis rausgemacht, ob da jetzt ein Schlagloch war oder nicht. Gutes Zwischenfazit für den Ford. Zurück bei Conny nutzen die beiden die Zeit, um einen letzten Blick auf den Wagen zu werfen. Was ist denn hier los? Was ist denn da? Hier ist ein Golfplatz. Ein Golfplatz. Ja, so lauter Beulen. Aber eine heftige Beule und eine kleine Beule. So eine Scheiße, da haben wir bestimmt 3.500 Einschläge hier. Auf jeden Fall waren es viele Beulen. Und auch Kratzer, also war einfach alles mit da drin. Die Tür hatte Pech. Die Tür war ziemlich am Arsch. Und ist auch noch eine Schramme drin. Der kann die ganze Tür bezahlen. Mensch. Ohne Scheiß. Letztendlich war es ein tolles Argument. Weil letztendlich kann man sagen, guck mal, hier, ne, die Tür, die muss neu kommen. Weil Beulen drücken ist eine Sache. Aber einen ganzen Golfplatz hier auszuheben, ist eine andere Sache. Conny, ja, sind wir zurück? Auto ja. Haben wir uns angeguckt. Und? Oh. Fährt Ford-mäßig. Das sieht hier sehr gut aus. Ja. Teilweise problematisch, ja. Aber doch ganz gut. Ja, die Service-Engine-Lampe, die hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht, aber ich denke mal, es ist wegen der LPG-Anlage. Ne? Mhm. Und dann ist noch was aufgefallen. Du fährst hier so einen Golfplatz durch die Gegend an der Beifahrertür. Guck! Erstmal ja. Brutale Nummer 1. Ja? Und dann ein kleiner Abklang. Weiß, leichter Abklang, immer kleiner. Bis zum Ende auf, ganz kleine Beulen. Im ja? Sportstudio, ne, hinter der Torwand, steht der Wagen. Und alle, die mal durchschießen, schießen die scheiß Torwand hier durch. Ja, auf ja. Jeden Fall, das müssen wir abziehen. Komm mal mit. Setz dich in der Mitte. So. Bitte sehr. So. Du willst es auch nicht verkaufen. Und wir suchen 1150. Was für einen Preis hast du dir vorgestellt? 8,5, richtig. 8,5. Ja. 8,5. So, komm ich. So, eine Tür kostet. Geschätzte. Ach komm, die können wir auch Beule rausdrücken, da sind wir mal ganz sympathisch, da muss keine neue Tür ran. 500 Euro. 500 Euro. Ja. Der Beulendoktor. Joa. Ja. Bitte hinkommen. Ja. 500 Euro. Ja, muss ja die Türverkleidung abmontiert werden, gedrückt werden. Da sitzt der Conny ja. Nochmal hin, da muss er nochmal durchhaben. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. 3 im Sinn, 5 hinten dran, sind wir schon mal bei 8 glatt. Boah. Nix, da wird noch besser. Glaub mir, kannst du ja. Dich mal entspannen. Unsere Service-Engine-Lampe, Lambda-Werte zu mager, da kannst du den Motor auch gerne mal hops gehen, egal wie. Ich stütze dich schon. Ja. Sag mal den Preis. Guck mal, wie lieb wir sind. 8,3. 8,3. Jetzt wollen wir nicht ganz so fies sein, aber dann ist auch Ende im Gelände. Ja. 7,5.
Der ist schon süß, wenn er das macht. Ne? Hast du gesehen? Ja. Dann haut er hier die kleinen Zahnspangen rein. 7,5. 7,57. Nein, 7,8 und diese Rampe ist dabei. Genau. Ist ein Deal? Okay. Ja, cool. 7,57 und die Rampe ist dabei? 7,8. Komm, Conny, nur zu uns bitte. 7,8 und die Rampe? Ja. Ja, so machen wir es. Gut, klar. Dann geht es weiter. Bis dann. Conny war schon mal sympathisch, weil er war Mopedfahrer. Und den möchte man nicht ganz so klein machen. Das stimmt. Ja, weil man weiß, ja, wenn er sich auf die Fresse legt, das kostet immer Geld. Deswegen wollen wir ihn eigentlich schonen. Aber ich meine, Conny hat auch schon gut viele Angriffsfläche gegeben. Weißt du, wenn er so zugepasst wird, der Ball, dann verwandle ich ihn doch. Also ich. Wir waren aber auch lieb. Pause bei den PS-Profis. Zeit für ein Barbecue im Ami-Style. Ich habe uns eingeladen, Herrn Hoffmann, Chefkoch aka Sydney. Ja, und ich als Hebi-Man. So, Herr Krämer. Ja, kann losgehen. Eine perfekte Konstruktion eines Burgers à la Five Star. Bitte schön, ja? Wir sind trocken. Wenn ihr mich sticht, weil du da. Trocken? Ganz ehrlich, ohne Scheiß, ich glaube, wir können besser Autos suchen als Burger machen. Warte, gegen trocken hab ich was. Warte. Einmal so und einmal so. Oh. Wenige Minuten später. Sydney ist auf dem Weg zum Dodge Ram. Wenn wir an Dodge Ram denken oder an ein Pickup, denken wir an einen Dodge Ram. So, das ist eigentlich der Inbegriff von so einem amerikanischen Pickup hier in Deutschland. Und deswegen denke ich, ist es der richtige Wagen für G. Ob G das so denkt, werden wir hinterher sehen. Boah, ist das warm hier. So, hallo, herzlich willkommen bei der Dodge Ram Suche. Hier steht er, ich suche jetzt den Besitzer. Der Dodge Ram mit 160.000 Kilometer auf dem Tacho und 238 PS unter der Haube ist der Klassiker unter den Pickups und der einzige Doppelkabiner der drei. Baujahr 2002 und Lederausstattung sind weitere Argumente für den Dodge. Braucht er auch, denn 8.950 Euro sind viel Geld im Vergleich zu den anderen Kandidaten im Netz. Außerdem ist im Dodge keine Gasanlage verbaut. Servus. Servus, ich bin der Ali. Sydney, grüß dich. Hallo Sydney. So, und du bist Dodge Ram-Fahrer? Nee, ich überhaupt nicht. Ich bin BMW-Fahrer. Ich habe deinen M3 gesehen, das ist deiner. Richtig. Siehst du? Genau. Lass mal gucken. Wie gesagt, ist ein 2004er, ist nicht mein Ding, ist ein großes Transportmittel. Für dich gekauft damals? Nee, nicht für mich. Der ist damals für einen Kollegen gekauft worden, aber... Mhm. Den Kollegen gibt's nicht mehr. Doch, den gibt's noch, aber das Ding ist ihm wesentlich zu groß, also definitiv. Hm. Ja, wenn man da mal sieht, warte mal. Das hat gute 6 Meter, ne? Ja, richtig. 2 Meter Ladefläche. Das ist ein Riesenschiff. Wenn man sich mal erlebt. Normales Auto hört circa hier auf. Na, vielleicht auch hier auf. Da haben wir noch ein bisschen zu viel Blech hier. Ja, und dann passt das nicht mehr in so eine Parklücke beim Rewe. Hat der irgendwelche Vorschäden oder sowas? Der Vorbesitzer, der hat Hunde gezüchtet. Huskies. Hunde gezüchtet? Ja, Huskies. In dem Auto? Ja, nicht in dem Auto. Wer aber der hat die damit immer transportiert und da hat sich wohl ein Hund ausgetobt, hinten auf der Rückbank. Da hat sich ein Hund ausgetobt? Ja. Wie sieht denn sowas aus? Hat er reingeschissen? Nee, so ein bisschen rumgebissen. Ach, leck mich. Der hat unser neues Gebiss mal hier erprobt. Ich will mal gerne wissen, wie er die halbe Heckbank aufgefressen hat. Aber er hat es gut gelöst. Mit Gaffertape in Schwarz, das war sehr dezent. Man musste dreimal hingucken, um das zu sehen. Nein, Scherz beiseite, es war grausam. Deutschpapiere hatte er aber. Deutschpapiere hatte er, der hat auch noch TÜV. Das ist schon mal Gold wert. Also da könnte er normalerweise sofort zugelassen werden. Guck mal hier, da haben wir eine Beule. Ja, du musst hierher kommen. Hier, schön mittigen Treffer. Warst du das? Nee, da hast du wahrscheinlich irgendeine Laterne gestört. So, also, wenn ich das jetzt so sehe. Bestimmt eine Laterne hat ihn wohl mal gestört. Davon mal ab, das Ding ist höher gelegt, ne? Ja. Aber sowas von höher gelegt. Ja, aber wie gesagt, für uns kleinen Leute ist das nichts. So einen riesen Käfig drin gehabt und da hat er seine Hunde immer reingepackt. Also war hier doch der Zwinger drauf? Doch, ja. Grund genug für Sitzig, den ehemaligen Hundezwinger mal genauer anzuschauen. Ich sag mal, die Innenverkleidung, ne? Ich meine, die gehört ja zum Pickup, definitiv. Aber
die hat ihre besten Tage schon gesehen, weil er hat ja einmal über Löcher reingemauert. Ich meine, die ist ja ganz sinnvoll. Ja, da kommt so eine Schlaufe ran, da kannst du halt irgendwie einen Gurt festsuchen. Aber wofür ist diese hier? Er musste seinen Zwinger da irgendwie festmachen. Und er braucht einen Ablauf, glaube ich, irgendwie für die Pisse oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einfach mal überall Löcher platziert. Deswegen, das müssen wir auf jeden Fall mal abziehen, weil da müssen wir irgendwas Neues besorgen. Ich will mal da drunter mal schauen, was das Differential macht. Ah, ist das trocken? Sieht trocken aus. Nein, du musst mir das so sagen. Sieht trocken aus, auf jeden Fall. Okay. Weil du musst ja mal gucken, wenn er sagt, ist trocken oder ist nicht trocken, dann weiß er, der labert Mist. Da muss nämlich doppelt aufpassen. Das Coole bei so einem höher gelegten Ram ist, du kannst quasi unter das Auto kriechen, kannst dir noch eine Party machen und brauchst keinen Waageheber. Das ist wirklich cool, weil du siehst einfach mal alles. Meister, was ist noch mit Wartung generell hier? Weißt du, das sind Autos aus dem Amiland. Da gibt es meistens nie Unterlagen. Also wir haben weder Servicebuch noch irgendwelche anderen Unterlagen für den Fahrzeug. Okay, Reparaturen weißt du dann auch noch nicht Bescheid? Nee, leider nicht. Gut. Was ich sagen muss, trotz fehlender Konservierung sieht das Auto wirklich, wirklich gut aus. Also Rost ist hier nicht die Tagesordnung. Klar, Flugrost ist da, kann man nicht vermeiden. Das Differential ist sogar trocken. Aber sonst bin ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? Haben die Husky da Dinge gezogen oder was? Weil der hat ja überall einen weg, ne? Ja, hat ein bisschen gelitten vom Lack. Ne? Aber oder der Kollege wusste wirklich nicht, wie groß sein Auto ist, ne? Ja, wahrscheinlich. Dachte man, der fährt mit dem Smart durch die Gegend. Kann natürlich sein, dass er auch seine Frau hat fahren lassen. Jetzt schiebt nicht alles auf die Frauen. Der konnte nicht Auto fahren. Ja, was haben wir denn hier? 4,7 Liter V8 Motor. Solide. Er läuft und säuft. Das kann ich dazu sagen. Wenn man jetzt auch mal hier reinguckt, dann bin ich zu klein oder ist das Auto zu groß? Oh Mann, kann man sehen wie ein Dachdecker. Man sieht halt, da wurde keine Motorwäsche betrieben, das heißt, der ist wirklich trocken. Und das ist wirklich gut. Ich fahre jetzt eine Probefahrt, okay? Dann mache ich die Schilder drauf. Jawohl, ich freue mich. Kommt Sid mit dem Riesenschiff besser zurecht als der Vorbesitzer? Also das Ding ist echt scheißen groß. Selbst beim Ausparken musste ich gucken wie so eine Frau. Nicht böse gemeint, aber die Abmaße sind gigantisch. Dass er die ganzen Schramm reingehauen hat, das verstehe ich. Kurbeln ist angesagt. Was ist denn hier los? In Amerika ein Auto ohne elektrische Fensterheber und ohne elektrisch verstellbare Spiegel? Das ist kein echter Ami hier, glaube ich. Weil wir haben auch noch ein Schaltgetriebe, kein Automatikgetriebe. Also irgendwas läuft hier echt falsch. Dieses ganze Auto hat irgendwie gar nichts an Ausstattung. Es hat ein Radio, aber das ist auch schon von Geburt an, das ist einfach da. So, immer schön die Klimaanlage anhauen, treu nach der Devise, fight global warming, turn on your AC. Die Amis sind bekannt für hohen Bremsverschleiß. Auftrag für Sydney, Belastungstest. Die Bremse ist halt ausgelegt für deutsche Geschwindigkeiten bzw. auch die Straßenverhältnisse. Die ist unterdimensioniert. Und das haben wir auch, glaube ich, ein, zwei Mal gesehen. Also hat nicht so gut gebremst. Zurück bei Besitzer Ali. Ali, alten Wemser. Sit. Ich bin geschafft. Warum? Musst du das schieben, oder? Ich muss schalten. Wieso sagst du mir denn sowas nicht vorher? Ist ein Schalter. Und was ist mit dem elektrischen Fensterhebern? Ich habe einen Krampf im Arm von der Kurbel. Ist ein Auto für Männer. Nicht für Weicheier. Ja, für Weicheier. Was ist denn mit elektrischer Spiegelverstellung? Wofür? Da sind solche Spiegel dran. Einmal mit der Hand ziehen und dann. Ja, wie soll ich denn an den Spiegel kommen? Dafür hast du immer eine schöne Blondine dabei. Blondine und elektrische Bedienung wären der Idealfall für Sid. Also wird der Preis erstmal richtig gedrückt. Kommen wir summa summarum, weil du es bist, auf 7. Boah, nee, auf gar keinen Fall. Das ist nicht drin. Da, das wird schwierig. Du bist ein schwerer Hase. Ich bin kein Hase, ich bin Löwe. Das sehe ich bei der Mähne. Das ist richtig. Ich kann auch mich gleich jetzt verwandeln. Ja, du bist ein, zu Siegfried und Roy. Du bist ein schwerer Löwe, ich bin ein arabischer Hengst und jetzt müssen wir uns irgendwo treffen. Ich sag dir 7. Ali ist schon ein harter Hund gewesen, ein harter Hengst, ja, weil der wollte ja nie runter. 8,5. Das ist ein guter Preis. 8,5 geht nicht, ehrlich nicht. Ich kann doch nicht sagen, hier hast du einen coolen F-150, hier hast du einen Dodge Ram. Der kann nix und der kann alles. Ich mach dir jetzt noch einen letzten Vorschlag. Ja. Wir treffen uns auf die schöne goldene Mitte. Und das sind 8,2 und dann sind wir beide glücklich. Oh, du bist auch ein harter Hund. Ja, da ist wirklich die Luft raus. Okay, 8,2, ne?
8,2. Und diese Macken. Du machst es nicht neu, aber du machst es schöner. Nur schöner. Smart Repair. Okay. Ehrlich? Ist gebunkt. Als Fahrmeister? Er hat ja gehandelt, was das Zeug hält. Letztendlich habe ich aber trotzdem, glaube ich, wie viel waren es? Ich glaube, knapp 800 Euro geschafft. Und fand ich okay. Ja, wir haben uns mal in der Ami-Schublade bedient, haben die Klassiker rausgesucht. Es geht los mit dem klassischen Kollegen aus 93, Chevy Silverado. Der Chevy ist das älteste der drei Fahrzeuge. Hat 220.000 Kilometer runter bei einer Leistung von 224 PS. Ja. Ist ein Pickup, keine Sorge, aber hinten so ein Hardtop drauf. Kann man abnehmen, ist ein voller Pickup. Und das Geilste ist mit Gasanlage. Und das Ganze haben wir runtergehandelt auf 7,9 mit deutschen Papieren und allem drum und dran. Das hört sich schon ganz gut an. So, jetzt folgt der Golf der USA, F-150 von Ford. Der Ford aus 2003 fährt sich besser als der Chevy. Gasanlage und TÜV sind vorhanden. Ausstattungsmäßig ist er weit vorne. Mhm. Automatik, E-Fenster, E-Spiegel, Gasanlage. Preislich von 8,9 runter auf 7,8 war es. Ganz genau. Das geht. So, ne? Ein Manko hat es, und zwar eine Beule in der Beifahrertür. Und jetzt kommt auch so der, ja, ich würde auch mal sagen, fast Klassiker, Dodge Ram. Ausstattungsmäßig eher die Sparversion der drei. Dafür ist der Dodge der einzige Fünfsitzer. Der Wagen an sich sieht wirklich gut aus, ein Doppelkabiner. Hat leider bezüglich der Ausstattung ein bisschen gespart, weil er hat kein Automatikgetriebe, Schalter, keine E-Fenster, keine E-Spiegel. Also einfach ein nacktes Schwein. Und sonst technisch wirklich armbandfrei. Preislich sind wir da von 8.950 auf 8,2 gelandet. Mhm. Er ist ein guter Kandidat. Ist halt ein Dodge, ne? Genau. Ja. Ich will keinen Dodge Ram mit, sag ich dir nur. Das sind die drei Kollegen, Meister. Das letzte Wort hat Biker G. Welcher Pickup soll es werden? Chevy, Ford oder doch der Dodge? Hier ist deiner. Das geht mal richtig. Meister, kann losgehen? Fahrer G sucht einen stylischen amerikanischen Pickup, um sein Motorrad zu transportieren. Die PS-Profis haben einen Ford F-150, einen Chevy Silverado und einen Dodge Ram gecheckt. Also, der Chevy, der ist raus. Einfach aus dem Grund, er ist doch ein Tacken zu alt. Okay. Das sind aber über 20 Jahre. Und hat auch, glaube ich, die höchste Laufleistung, doch 220.000. Mhm. Da sind mit sicher Reparaturen irgendwann notwendig. Ja, bei dem einen tue ich mich schwer. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, mein Ford überzeugt mich eindeutig der Preis. Deshalb würde ich sagen, ist der Dodge auch raus. Finde ich cool. Finde ich auch eine coole Sache. Definitiv. Sid und ich ziehen mal los, jo, holen das Ding ab und der wird dir gut gefallen, Meister. Freue mich drauf. Perfekt. Ciao. F-150 ist die vernünftige Variante oder die vernünftige Wahl. Ja, weil überhaupt, ne? Ja. Weil LPG-Anlage, frisches Baujahr. Der Alleskönner für mich. Genau. Guck mal, Digga, da steht er schon. Sonst ohne Scheiß, ne? Hä? Ist schon ein Riesending, wenn er so parkt, oder? Und die Macken sieht man eigentlich gar nicht so wirklich, ne? Conny! Ja, hi. Da alte Säge. Die ist ja wirklich selber gebaut. Die hält auch. Hält? Hast du schon verabschiedet? Ja, habe ich schon. Ja? Leider. Hast du geweint? Bisschen. Das ist gut. Das ist auch gut. Hast du gemocht? Cola habe ich hier. Ja. Nachfahren ist nicht. Ja. Schlüssel her. Schlüssel. Papiere sind drin. Sind drin. Meister, noch okay. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bevor die Jungs den Wagen übergeben, lassen sie noch den Beulendoktor kommen. Die verschrammte Tür muss noch überarbeitet werden. Die Delle lässt sich schnell und rückstandslos durch die Innenseite der Türverkleidung rausdrücken. Anschließend muss der Ford nicht mehr lackiert und gespachtelt werden. Sehr gut für G's Geldbeutel. Endabnahme von Sydney. Der PS-Profi ist begeistert. Ey, Digga, was machst du eigentlich mal mit dem Beulen?
Ankurbeln. Streichst du die an, bis sie rausspringen? Mhm. Perfekt. Schmeißer, danke dir. Bis ciao. Dahin. Ciao. Na, Apollon Cassidy, wie geht's dir, Meister? Wie lange bist du unterwegs? Ja, seit letzter Woche, ne? Ja, das sieht man doch. War zu Hause und sagte, oh, ich muss das Auto abholen. Und jetzt wieder los. Und dann wieder los. Oh, ist aber schnell. Pass auf, Meister, das Einhorn hier ist deiner. Das geht mal richtig. Meister, kann losgehen? Mein Gott, ist er groß, ey. Oh. Respekt, ja. Jungs, Respekt. Coole Sache, Mann. Das geht mal richtig, aber. Mehr Ami geht kaum. Alter, was für ein geiles sehr Auto. Sehr fette Sache. Ja, und vor allen Dingen hier genug Platz für dein Moped. Ja, korrekt. Cool oder cool? Genau, ich hoffe, du bist ein begabter Tri-Fahrer, damit du hier hochspringen kannst. Das machen wir. Nein, wir haben eine Rampe für dich besorgt. Echt? Ja. Ihr seid ja mal die Allergeilsten. Kannst du einen Einmotor hoch, zwar mit dem Bein und der Rampe. Das wird eng. Ich weiß nicht, ob die Versicherung da mitmacht. Geiles Ding. Hier, geiles Ding. Richtige Zeichen sind auch schon drauf. Korrekt. Kommt vom Mopedfahrer und ist für Mopedfahrer. So, steigen Sie ein. Warte. Soll ich helfen? Ja. Hilf mir. Komm. Ja. So. Geht doch mit euch, aber. Gruß an die Polizeiwacht. Jawohl. Vergesst nicht, Alter, das ist mal ein richtig geiles Auto. Aber ist ja Automatik. Oh. Anbremse ist los. So. Schlüssel umdrehen, einmal Hörprobe. Cool. Jungs? Welche Fragen? Perfekt. Geht, ne? Geht. So. Gute Fahrt. Jungs, viel Spaß. Haltet die Ohren steil. Jo, ciao. Da haben wir ein Glück gemacht, ne? Würde ich sagen, wa? V8. Ami, Moped passt drauf, alles perfekt. Aber das Moped drauf machen, da beim ersten Mal will ich dabei sein eigentlich. Ja, eigentlich bist du auch nicht. Weil wenn die Karre kaputt geht, ganz ehrlich, da kriege ich schon wieder Hunger auf Erdbeertorte, wenn ich dran denke. Nee, ich hau mir jetzt so eine Sachertorte rein. Ehrlich? Sacher wieder dran? Ja, klar. Ich fahr zum selben Konditor. Komm. Und dann wird das Gummi, der Weichmacher, einfach hart, beziehungsweise entzieht sich. Und somit haben wir diese Risse hier drin. Das kennen wir auch vom Lack. Ach, ich kenn's auch noch woanders her. Wo? Deine Latex-Stiefel, die machen das auch. So, ich würde mal sagen, treu nach der Devise. Fight Global Warning, switch on your AC. Aber es war anders. Warming, ja. Fight Global Warming, switch on, ja. Schon wieder. Und immer schön die Klimaanlage. Fight Global Warming. Warte, ich muss selber wissen. Fight Global Warming. Ey, das gibt's doch nicht, Alter. Okay, jetzt hab ich's. So, immer schön die Klimaanlage anhauen. Treu nach der Devise. Fight Global Warming. Turn on. Das war richtig, ne? Ja!